Pixar Animation Studio, Disney Interactive, THQ.com. Helix Trademark. Die Unglaublichen. Disney präsentiert einen Pixar-Film-Spiel. Drücke Start, ich weiß nicht. Oh, es hat sogar funktioniert. Und damit, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play so viel zwischendurch. Ich frag mich, wie schnell wir hier durchkommen. Im Golden Age der Superhelden war Bob Parr, alias Mr. Incredible, absolute Weltklasse. In seinem Kampf gegen das Böse rettete er jeden Tag etliche Leben. Doch dann eines Tages... Level 111. Passwort MSW5. Mr. Incredible! Oh, Mr. Incredible! So helfen Sie mir doch! Drücke zweimal nach rechts, um dich schneller zu bewegen. Was kann ich für Sie tun, Madame? Meine Katze Squeaker sitzt auf dem Baum dort fest. Helfen Sie ihm doch bitte! Drücke für eine Combo dreimal schnell B. Bam, bam, bam. Drücke beim Angriff R für Superattacken. Das war nicht R. Drücke beim Angriff R. Ah, okay. Alles klar. Vielen Dank, Mr. Incredible. Dazu bin ich doch da. Oh nein, Feinde! Bam, bam! Los, aufs Maul! Und du auch, du böses Fass! Abgefahren, ich bin soweit! Wer bist du denn? Ich heiße Incrediboy, ich bin Ihr größter Fan und möchte Ihr Freund und Helfer sein. Was? Nein. Nein, du bist doch dieser Junge aus dem Fanclub, Buddy. Hehehe, Incrediboy. Ah. Drücke für einen Doppelsprung zweimal A. Wie ging das nochmal? Ah, okay, A und B. Schlage gegen das Fass, um es auf Gegner zu schleudern. Kisten kann man auch zerschlagen. Drücke für eine Stampfattacke A und B. Bam. Bam, bam. Auf die Fresse, Freunde. Na, da staunt ihr. Und Bams. Ihr könnt euch gleich abmachen, denn Mr. Incredible schlägt euch alle. Mr. Incredible geht ins Level 112, Passwort BK8V. Es gefällt mir nicht, dass ich mit Joystick spielen muss, aber naja. Ich muss nicht, aber irgendwie funktioniert der Steuerkreuz bei mir nicht mehr richtig. Ich brauche einen neuen Controller. Zum einen bin ich es nicht gewöhnt, mit Joystick zu spielen, und zum anderen ist es lauter als das Steuerkreuz. Hat er da gerade eine Waffe gehabt? Ich fasse es nicht. Bams. Die sind auch schon besiegt. Okay. Nein, keine Waffe. Das ist unfair. Ich habe gesagt, keine Waffe.
hören Sie mal auf mich, junger Mann. Und tschüss. Bam, bam. Na komm. Aua. So. Noch zwei von denen. In die Fresse. Aua. Ah, ich nehme mal das Medikit. Schnauze, Kollege. Bam. Dum, 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 du, du, du. Ein Gauner bietet Mr. Incredible eine weitere Gelegenheit, den Hilflosen beizustehen. Blitzschnell streckt sich ein ungewöhnlich biegsamer Arm heran und verpasst dem Gauner einen vernichtenden rechten Haken. Ist schon in Ordnung. Ist schon in Ordnung, ich habe ihn. Ein einfaches Dankeschön reicht vollkommen. Danke, aber ich schaff das allein. Du musst einfach flexibler sein. Level 121, Passwort, war gerade zu schnell weggedrückt von mir. Na, solltest du dich nicht fertig machen, Mann? Ich habe noch jede Menge Zeit. Ja, ich habe nie Zeit für irgendwas. Ich habe zu viel zu tun. Drücke A oder B, um Rampen im Eis zu bauen. Und Gegner einzufrieren. Möchte auch erwähnt sein. Bams. Das ist wichtiger. Eingefroren. Ah, hui. Aua. Ah, yeah. Und Leben. Oh, glücklich. Jump. Und, na. Ich bin super. Und hier. Und einfrier. Los. Und weg mit dir. Eine Taste zurück. Toll, danke. Das Leben hätte ich lieber gehabt. Jump. Aua. B. Oh nein. B. Na Mann, das. Ah, okay. B. Dieses Eis in der Luft zu erschaffen ist sehr realistisch. Danke, Frozone. Level 131, Passwort GFVY. Und hier bin ich wieder an der Reihe. Euer Mr. Incredible. Bams. Bam und bam. Oh, schade. Ah ja, den Angriff mag ich. Ich erinnere mich wieder. Keine Pistolen hier im Kampf mit mir. Bye. Und ciao. Nein, nicht mit mir. Ah, den nehmen wir mit, auch wenn wir es nicht brauchen.
Und Bams. Diese Gauner. Ui. Hinten auf dem... Auf der Außenfassade. Ja, der Typ ist schon... knallhart, wenn er sich das traut. Und tschüss, Kollegen. Oh, noch einer. Ah, na gut, dann so. Ah, gleich springt er. Nicht solange ich es verhindern kann. Level 132, Passwort V34K. Mein Schlüsselbein, ich glaube, es ist gebrochen. Mit ein bisschen Therapie können Sie mir vielleicht verzeihen. Moment mal. Gauner in diesem Gebäude? Was soll das? Bon voyage. Monsieur Incredible. Und Incrediboy. Geh nach Hause, Buddy. Auf der Stelle. Bam. Tschüss, Bon voyage. Auch wenn ich dich nicht treffe mit meinen Spezialattacken. Jetzt habe ich dich getroffen. Nein, mach das weg. Haha. Du kannst mir gar nichts. Und du musst deine Gauner schicken. Aua. Um hier irgendwas ausrichten zu können. Aua, jetzt reicht's mir aber. So, darf ich mich wieder dir widmen, Monsieur Bomb? Aua, das tat sehr weh. Verdammt, Bomb Voyage. Autsch. Ich habe dir doch mitten ins Gesicht geschlagen. Wie kannst du da deine Waffe benutzen? So, Bomb, dürfte ich bitten? Zum Tänzchen. Und tschüss. Bomb. Oh, das muss ich mir nicht antun. Das habe ich nicht verdient. Ich bin gebürtiger Franzose. Ich habe diese Raketenstiefel erfunden. Ich kann fliegen. Können die fliegen? Jetzt bist du eindeutig zu weit gegangen, Buddy. Flieg nach Hause. Ich arbeite allein. Bring sie nach Hause und sorgen sie dafür, dass seine Mutti weiß, was er angestellt hat. Mr. Incredible erreicht die Kapelle gerade noch rechtzeitig, um Helen das Ja-Wort zu geben. Die neue Mrs. Incredible spricht ihr Ehegelübde. Bis dass der Tod uns scheidet, in guten wie in schlechten Zeiten. Na komm schon, wir sind Superhelden, was kann uns schon passieren? In einer verblüffenden neuen Wendung wird ein Superheld verklagt, weil er jemanden gerettet hat. Die Regierung gibt dem enormen Druck der Öffentlichkeit und einer enormen Prozessflut nach und leitet heimlich das Superhelden-Umsiedlungsprojekt in die Wege. Gegen das Versprechen, ihren Heldenberuf niemals wieder auszuüben, können Superhelden nicht länger für vergangene Taten haftbar gemacht werden. 15 Jahre später.
nachdem sie, gemeinsam mit allen anderen legendären Verbrechensbekämpfern ihrer Zeit, vor 15 Jahren dazu gezwungen wurden, ihre Superanzüge an den Nagel zu hängen, haben Bob und Helen, Pa, Mr. und Mrs. Incredible die Identität normaler Bürger angenommen und versuchen, mit ihren drei Kindern ein normales Leben zu führen. Bob, der darauf brennt, sich wieder ins Getümmel zu stürzen, erhält eine Chance, als ihn eine rätselhafte Nachricht erreicht. Mein Name ist Mirage und ich repräsentiere eine streng geheime Regierungsabteilung, die experimentelle Technologie konstruiert und testet. Wir benötigen ihre einzigartigen Fähigkeiten. Ein höchst experimenteller Roboter-Prototyp hat sich unserer Kontrolle entzogen. Nur jemand mit ihren einzigartigen Fähigkeiten kann den Roboter fassen, ohne ihn dabei völlig zu zerstören. Wenn sie den Auftrag annehmen, zahlen wir ihnen das Dreifache ihres Jahresgehalts. Und wenige Tage später beginnt sein Auftrag auf Numanisan. Er soll von einem Flugzeug aus abspringen. Und wie es auf Numanisan weitergeht, das erfahren wir dann in der ganz spannenden nächsten Folge von Die Unglaublichen. Bis dahin, Freunde. Tschüss.